Zombie Apocalypse. Komm ich da durch oder muss ich außen rum? Ja. Ja doch, denke ich. Du kommst da, glaube ich, durch. Du kommst da durch. Popo hochziehen. Dann klappt's. Ich hab dir doch gesagt, du kommst da durch. So ungefähr so ein Fuß von mir. Oder halt mein ganzer Auto. Hast du auch nicht gedacht, dass der Managame so schnell ist? Doch, Managame sind mega schnell, vor allem gezüchtete. Ja, den hat Kitty mir gemacht. Und ich hab mir nur gedacht, ah ja. Vor allem ist Pichi blau. Baby. Wir haben ja schon mal Tiere gezähmt und da haben wir nur auch so einen Pichi blauen Rex gefunden. Der hat genau die gleiche Fellfarbe. Ja, dieses 96er Blau. Da werden wir es doch tatsächlich geschafft haben, ohne Legistes Angriff an den neuen Basebot zu kommen. Das wäre ja mal was. Sonst hast du da alle Nase lang einen gehabt. Zwar keinen Alpha, aber normale. Kannst sagen, so alle. Gefühlte 100 Meter ist einer rumgeschwommen. Na, passt, wenn wir an dem Basepot sind, da können wir gerade noch mal gucken, wie wir uns dann so ein bisschen einrichten. Ich habe ja alles dabei. Die alte Base werden wir dann so nach und nach, wenn wir es drüben aufgebaut haben, wieder abbauen. Das ist so 1:1 rübergewandert. Ja, ja, die andere. Die alte Base, da läuft ja aktuell noch das Gewächshaus und das. Und wenn ich das Gewächshaus fertig habe, dann werde ich das alles rüber verlegen. Werkstatt, alle Materialien habe ich ja schon eingeladen. Da muss ich nur die Werkstatt abbauen. Aber vorher will ich die natürlich hier aufgebaut haben. Damit das dann wieder in Betrieb gehen kann. So. Am besten finde ich irgendwie die Astronauten mit Fliegen. Der mit Schwimmen. Ja, ja, ich bin schon schon ganz schönes Stück. Ich fahre gerade auf die nächste Bucht zu. Der Managam. Ich habe den Eisschaden gerade gehört. Ja, jetzt bist du auf meiner Höhe ungefähr. Hier auf der Ebene ist auch sehr schön. Da sind auch so Stufen und oben ist ein See, der dann runter bis ins Meer läuft. Aber es ist kein schöner Aufgang, da sind diese Stufen so doll und ja. Die eine ist leider zu klein. Hat hier vorne auf mich. Ja, ja. Ich werde sehen können. Dann haben wir weitergeguckt, wir haben ja lang gebraucht, um Platz zu finden. Sandy hat sein halbes Schloss schon stehen gehabt, da haben wir noch nicht mal angefangen. Mm-hmm.
Na super. Warum, was will er denn? Hä? Was will er denn? Na, sag ich, dann sind der in seinem Fluchtmodus. Geschafft. Habe ich schon gesehen. Aber da ist ein Stein, da müssen wir also rumkadugan, dugadugaduga. Ach, ein 30er, hätte es ein 300er sein gekonnt. 280. Ich habe gesagt, da ist ein 30er, hi, das hätte ein 300er sein gekonnt, dann wäre es schöner gewesen. Nö. Der ist grau. Ich rede von dem 30er, nicht von dem 280er. Wollen wir den 280er mitnehmen? Nein. Nein. Einmal den Unterboden ein bisschen ent... Seepockend. Hi, hi. Zusätzlicher Ballast hier. Ja, merkst schon, das ganze Boot wird hier voll gekackert. Aber, ja. So. Da, da vorne sieht man schon unser neues Zuhause. Ich sehe nichts. Und tschüss. Da oben auf den Klippen wollen wir uns hinbauen. Nee, du nicht. Klippen nicht, Mom. Ja, da oben auf den Klippen. Die Frage, stellen wir da das Boot hin oder auf der anderen Seite? Vom Weg her dürften beides fast gleich sein. Mama, muss ich dich wieder beschützen? Nö, nö, ich denke, hier ist es flach genug. Ja, hier ist es flach. Hier ist ein toter Baum, der gleich weg ist, weil ich... Mama, weil er tot ist. Na, aufpassen, ich fahre hier gerade auf den Rüstung. Tote Bäume gibt es in diesem Dom. Verena, Emily redet mit dir. Ich hatte sie doch gemutet, aber so geschrien hat. Nee, jetzt ist sie normal. Sie wollte dir aber irgendwas erzählen. Das ist die Frage. So, jetzt. So. Fang bitte nochmal an. Alpha was? Alpha-Raptor! Ja, dann fress ihn! Nein! Mama! Mhm. Weißt du schon, dass du bald dein Tiger
vertötet. So. Apropos Alpha, ich muss dann... Ich hab die Diplodocus-Sattel! Eine der unnützen Sättel, die es gibt. Weil keiner von uns Bus fährt. Ich will einen Bus holen. Ja, bist du gleich da, oder? Ja, ich schimmer gerade um die Klippen vorne. Gerade vorne um die Klippe rum. Seh dich aber nicht. Aber diesen Bär. So, ich werde das Schiff dann mal hier stehen lassen. Weil dann dürfte ich nämlich von unten nach oben pullen können. Bist du schon bei der Insel? Ja. Oh. Was ist das denn? Ein toter Dodo! Das sah jetzt ulkig aus. Steppen! Ach, so wollte man nicht. Also das hier ist tatsächlich mega schön. Lauter wieder machen, aber nur ganz bisschen. Frag mich, wo bist du? So, ich bin oben bei der Klippe, wo ich unsere Base aufbauen will. Da, hier. Kommst du mit? Du willst den Alpha-Raptor doch killen, oder? Ja, wo ist er denn? Jetzt ist euer Einsatz. Okay. Hallo. Hallo. Bibi. Danke. So. Wir sind angekommen, ohne den Legistus zu begegnen. BB, sorry, ich hatte Trinken und musste erschlucken. Ja, ja, ist klar. Wer baut denn da gegenüber von uns? Das bin ich und baue ein Gewächshaus. Sehr schön. Gegenüber von. Oh Gott. Das ist noch nicht endgültig, was du da siehst, ne? Das ist jetzt nochmal temporär. Ja, wir machen das alles nur schick, es ist nur... Genau. Safety first. Richtig, richtig. Richtig und richtig. Mhm. Richtig, richtig. Was brauche ich? Ach ja, ich muss da hinten hinfliegen. Du bist eine doofe Kuh, weißt du das? Warum? Weil du den getötet hast. Warum hast du ihn denn nicht gleich getötet? Meine Alter, Mama, da ist ein Alpha. Der ist für dich, für dein Chibi. Hm? Das ist eine Drutsche. Lustigerweise habe ich Karotten eingesteckt. Hä? Lustigerweise habe ich Karotten eingesteckt. Oh, 270 ist sogar okay. Mit 50 auf den Nachkommen. Ja, ich hole ihn gleich. Sieht auch cool aus, Mama. Hm.
Dann kommen wir vielleicht von unserem Tschernobyl-Kugeln weg. Die sehen alle ein bisschen arg radioaktiv verstrahlt aus mit dem Grün. Hast du schon gesagt, ganz oben. Im Norden da. Links, Norden. Ja, aber Thomas hat es schon mal gesagt. Ich glaube, deine Mama hat es auch schon mal gesagt. So. Lack, ich bin ein bisschen Kristallfarm, ne? Alles klar, super. Ohne Kristall keine Gläser. Ohne Gläser keine Glashausdinger. Ja, absolut. So. Das ist sehr gut. Wir könnten hier schön das Gewächshaus rausziehen. Dann hier einen relativ großen Küchenbereich machen. Und dann habe ich mir gedacht, mache ich hier links und rechts so ein paar kleine Häuschen. Beziehungsweise auf der einen Seite werde ich dann die Werkstatt, denke ich, hinmachen. Und auf der anderen Seite für jeden eventuell ein kleines Haus. Mit wem klopfst du dich schon wieder? Ach, da klopft sich was. So, unsere helfende Crew haben wir ja hier mitgebracht. Einmal den Ankylo, einmal die Kullerkugel. Die E drücken, wenn man mit dem Drachen fliegt. Schon mal erwähnt. Ja, wobei beim Drachen macht's nicht, da fliegst nichts runter, nicht runter. Ja, das kann aber schief gehen, dann fliegst du schon runter. Ne, dann fliegt er runter, fliegt der Drache nach unten. Ah. F10 ist auch nicht so sexy. Oh, das war aber fies. Das ist eine ganz tolle Taste. Mhm. Ja. Besonders in Kittys Zuchthaus. Mhm. Da macht es besonders viel Spaß, die Taste zu drücken. Trutsche, du könntest hier klöppeln mit der Kullerkugel. Ich hole nämlich gleich die andere Kullerkugel, damit wir sie schlafen legen können. Könntest du mal schon mal hier mit der Armada. Wo ist er denn, der Drache? Da ist der Drache. Musst du mal gleich die Nachbarn töten? Oh, da ist ein blauer Lot. Da ist er. Mhm.
So, wir haben mal Karottis mitgenommen. Kannst du erstmal Niggerin machen.